sehr, euch eine Mod vorzustellen, die meiner Meinung nach vielleicht die komplette Erfahrung im TSW durchaus vielleicht nicht revolutionieren kann, aber doch sehr stark verändern kann. Ich stelle euch den sogenannten God Mode vor, eine Mod vom lieben Fabian, der diese Mod hier unterentwickelt hat und das Ganze hochgeladen hat bei Trainsim Community. Und der Download-Link dazu ist in der Videobeschreibung. Was kann man in diesem God-Mode so alles machen? Ziemlich vieles. Wir können erstmal einfach mal einsteigen. Hier. Und dann zeige ich euch einfach mal zu Beginn, was man mit der Kamera so machen kann. Das ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Also wir haben es uns jetzt gerade schon mal angeguckt, aber natürlich aus der Perspektive des Führerstands heraus. Wenn wir jetzt mal hier einsteigen. So, das ist halt der normale Blickwinkel im TSW, so ungefähr. Dann können wir theoretisch vom Führerstand aus sehr weit hineinzoomen. Ungefähr, ich denke mal, vielleicht auf das gleiche Level wie im Train Simulator. Und dann können wir natürlich auch weiter herauszoomen. Und zwar wirklich so, dass wir jetzt tatsächlich alles überblicken können. Das sieht natürlich ein bisschen bekloppt aus, gerade wenn man sich so ein bisschen nach rechts und links bewegt, dann sieht das insgesamt nicht so schön aus. Aber ich finde, wenn man beispielsweise, ja, sagen wir mal so, ja, so ungefähr spielt, dann hat das auch schon was. Statt dass wir normalerweise so, glaube ich, da unterwegs sind, so oder noch ein kleines bisschen zurück, ja, dann hat man einfach alle Instrumente hier noch im Blick, kann hier alle Tasten bedienen, wie man lustig ist und natürlich auch extremst stark ranzoomen, dass wir hier selbst die Kleinigkeiten, die Details hier in den Wagen lesen können. Das ist die Kamera, die verändert wurde. Aber das ist noch nicht alles. Hier gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe es mir schon einmal geschafft, dass mir vorhin mein PC abgeschmiert ist, als ich mich so ein bisschen ausgetestet habe. Aber das ist natürlich übrigens nur für den PC. Man muss hier seine Maus bewegen und dann hovert man hier nach oben hin und dann erscheint praktisch diese Leiste. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, die man hier anwählen kann. Runtime Timetabling, so, Environment Setting und Modders Log. Und hier, was haben wir hier? Weiß ich nicht genau, irgendwelche Einstellungen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und Currently Not Pinned, Click to Pin. Also wenn wir das hier pinnen, dann bleibt das immer hier. Können wir auch wegpinnen, dann verschwindet das, wenn man mit der Maus weg ist. Wir gucken uns erstmal den Runtime Timetabling an. Wenn man da draufklickt, dann kommt man in dieses Menü hier. Kann sich weiterhin im TSW frei bewegen. Wichtig ist, wenn man dieses Menü benutzt, sollte man nicht zu nah an irgendwelchen anderen Fahrzeugen dran sein. Denn ihr seht jetzt alle Fahrzeuge, die ihr hier so besitzt. Das sind bei mir recht viele verschiedene. Und dann würde ich sagen, ja, spawnen wir uns doch mal. Eine 187 Single hin. Klicken wir drauf und zack, da ist er. Es ist ein bisschen, also das Menü können wir wieder schließen. Da ist unsere 187. Es ist ein bisschen tricky herauszufinden, wo genau die hinspawnt. Es ist, glaube ich, der nächste Punkt irgendwie innerhalb der nächsten 5 Meter. Man sollte dabei selbst nicht im Gleis drinstecken, weil sonst kann es sein, dass die Lok in einem hineinspawnt und dann ist man da gefangen und kommt auch nicht mehr wieder raus, weil ich glaube, man kann die Fahrzeuge nicht wegspawnen, sondern einfach nur hinspawnen. Und man muss auch so ein bisschen aufpassen, wohin man die spawnt, dass ich jetzt nicht mit dem zweiten gespawnten Fahrzeug so nah dran bin an diesem hier, dass diese Lok hier einfach weggekickt wird, dann kann es auch zu Problemen kommen. Dementsprechend stelle ich mich mal hier hin und spawne jetzt mal hier noch irgendwas hin. Ja, ich hätte gerne eine 112. Wo ist die jetzt? Oh, Moment. Oh, ich habe mir die ganze Zuggarnitur gespawnt. Ja gut, das wollte ich nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall, was man machen kann. Theoretisch könnte ich mir jetzt, weiß ich nicht, vielleicht noch eine 187 hinspawnen, ankuppeln und dann kann man da als Lokzug ganz individuell da seinen Zugverband zusammenstellen, wenn man da Lust und Zeit dazu hat. Dann kann man das gerne mal machen. So viel dazu. Und dementsprechend, man kann hier, wie gesagt, man hat hier alle möglichen Formationen, alle möglichen Fahrzeuge, einzelne Waggons. Ne? Wir können uns auch hier den Intercity-Wagen hier links im Bild, den habe ich mir vorhin selbst einfach dahin gespawnt. Wo ist er? Ja,
ich weiß jetzt nicht genau, wo der ist. Aber hier, sagen wir mal, eine 100. Ein ICE würde ich jetzt vielleicht nicht, aber nehmen wir mal eine 182, ja, Single. Ah, nehmen wir hier so einen Kesselwagen. Wo ist der hin? Auch da. Okay, das war nicht nur ein Kesselwagen, sondern ein ganzer Kesselwagenzug, zumindest mit 5 Waggons. Also man muss da so ein bisschen gucken, was man sich da wohin spawnt und dass man da jetzt nicht irgendwelche Zugverbände durch die Gegend schneudert damit. So, das war Runtime Timetabling. Dann haben wir unser Environment Setting und das ist auch ganz, ganz eine ganz feine Sache. Da können wir jetzt zum Beispiel, ja, das mit dem Datum gucken wir uns mal gleich an, aber wir können jetzt hier, nein, ja, wobei, kann ich auch aufgeben, dann ploppt die Meldung nicht auf, dann kann der Zug hier machen, wie er will. Also wenn ich nochmal ins Environment Setting gehe, kann ich zum Beispiel das Wolkenlevel verändern. Ne? Man sieht es, dementsprechend ändern sich die Lichtbedingungen und das kann ich natürlich während des, im Laufe des Spiels machen, wenn ich da lustig bin. Dann kann ich die, den Regen verändern, beziehungsweise den Niederschlag. Ja? Aktuell ist das Schnee, weil hier als Datum Dezember eingestellt wurde, aber wenn ich jetzt auf Juni gehe, so, und jetzt den Niederschlag anmache, dann schneit es immer noch, weil die Temperatur auf 0 Grad eingestellt ist. Gehen wir mal auf 25 Grad, drücken Enter und jetzt Niederschlag an, zack, regnet es. Dann können wir hier die Feuchtigkeit am Boden einstellen. Dann können wir hier den Schnee am Boden einstellen. Bei diesen Temperaturen schmilzt der Schnee recht schnell wieder weg. Also man muss dann dementsprechend noch die Temperaturen niedrig halten. Hier können wir so aufgestapelten Schnee noch einstellen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man den Schnee hier aktiviert hat. Ne? Sonst geht das nicht. Hier können wir die Windgeschwindigkeit bzw. die Windstärke verändern. Das kann man ganz gut sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ranzoome an die Bäume und die Büsche. Jetzt haben wir gerade gar keinen Wind eingestellt. Ich mache mal den Regen aus. Und jetzt aber stattdessen die Windstrengths nach vorne packe. Dann seht ihr, bewegt sich hier alles. Ne? Also auch nicht schlecht. Dann kann ich hier Wind Angel, also der Winkel, aus dem der Wind weht, verändern. Ich weiß nicht genau, warum man das machen sollte, aber irgendwie kann ich den Regler sowieso nicht anwählen. Dann kann ich hier verändern bei Autumn Tree, dass wir herbstliche Farben haben bei den Bäumen. Und dann wird alles orange, auch beim Gras übrigens, das wird auch orange. Jetzt sind wir hier schon wunderschön im Herbst angekommen. Und ne, man sieht es hier eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt weit ranzoome, wie sich hier alles bewegt. Eigentlich müsste auch, glaube ich, ein bisschen Laub durch die Gegend fliegen. Oh, schaut an, da fährt ein Zug lang. Na, das ist natürlich das Schöne, wenn man hier die Kamera hat und weit zoomen kann. Dann kann man hier richtig schöne Trainspotter-Aufnahmen machen, ne? Und jetzt haben wir richtig mit so einer tollen Brennweite. Hat doch was, oder? Na gut. Jetzt ist unser Blick darauf verschränkt. Gehen wir wieder zurück ins Environment-Setting. Und wir können auch Winter-Trees einstellen. Das bedeutet, ich drehe mich mal wieder hierhin zurück, dass die Bäume ihren Laub verlieren. Genau, also ich kann es nochmal ausmachen, so, zack, mit Laub. Und so sind das die Winter Trees. Da gibt es natürlich keinen fließenden Übergang, sondern das ist halt entweder mit Laub oder ohne. Deshalb ist dieser Regler in diesem Sinne sinnfrei, aber ist trotzdem okay als UI. Hier können wir die Temperaturen einstellen. Ich kann sagen, dass wir 0 Grad Celsius haben wollen. Drücke einmal Enter, dann haben wir 0 Grad. Dementsprechend, wenn ich jetzt wieder die Luftfeuchtigkeit, den Niederschlag hochmache, dann fängt es an zu schneien. Ja. Und hier können wir Fog Density einstellen. Das bedeutet also den Nebel. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit den Zahlen, die man eingibt. Denn wenn ich jetzt schon mal 1 eingebe, dann sieht man gar nichts mehr. Also unter den Verhältnissen ist zwar durchaus realistisch, gibt es mal, habe ich auch schon mal erlebt, aber nicht so gut fürs Fahren. Man kann aber zum Beispiel 0.1 einstellen oder vielleicht sogar 0.01. Ne? So ist es halbwegs realistisch in diesem Sinne, so sieht es gar nicht mal so verkehrt aus. Ne? Also, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel die Uhrzeit hier auf
sagen wir 17 Uhr gehe, dann haben wir keine veränderten Lichtverhältnisse. Dachte ich jetzt zumindest. Oder? 13 Uhr. Was ist denn, wenn ich auf 22 Uhr abends gehe? Ich dachte, dann wird es vielleicht dunkel. Oder? Set local time. Ach, ja gut, ich muss das natürlich bestätigen. Ja, jetzt ist es komplett dunkel. Jetzt haben wir 22 Uhr. Aber wenn ich jetzt auf 21 Uhr gehe und dann set local data time, ja, dann ist es jetzt entsprechend dunkler geworden. Ich kann es auch wieder Tag werden lassen. Hier auf 17 Uhr set local data time. Und jetzt ist es halt später Nachmittag geworden. Nebelig ist es immer noch, weil wir hier den Nebel eingestellt haben. Ich kann aber auch reset weather variables. Dann verschwindet der Nebel wieder. Jetzt ist alles wieder praktisch auf den Urzustand eingestellt. Und ich kann die Skylight Intensity einstellen. Das bedeutet so ein bisschen wie hell alles ausgeleuchtet ist. Aber ich find, da ändert sich, glaube ich, nur was im Kontrast. Ich finde es nicht so schön. Aber vermutlich muss man dann entsprechend die passenden Kombinationen finden. Und dann vielleicht die Skylight Intensity einstellen und dann kann das Ganze ein schönes Gesamtbild ergeben. Also wenn man zum Beispiel, also ich glaube, wenn man so am späten Nachmittag vielleicht unterwegs wäre, so 19 Uhr an einem Sommerabend, na, jetzt ist es schon von der Beleuchtung her ein bisschen schöner geworden. Drehen wir uns mal in die Richtung, dann können wir auch ein bisschen was sehen. Und dann vielleicht so ein bisschen die Wolken. So vielleicht einstellen. Und dann bitte ein bisschen Wind und dann vielleicht die Skylight Intensity. Ja, so wird vielleicht ein bisschen ein Schuh draus. Also man muss da so ein bisschen gucken, wie man entsprechend vorgeht. Also im Himmel ändert sich an sich nichts, sondern es ist halt wirklich nur, wie die Objekte dann am Ende beleuchtet sind. An der Beleuchtung im Himmel ändert sich von anscheinend nichts. Wir können das hier nochmal bei den Lok uns angucken. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, was Set World Data Time ist, aber ist ja auch egal. Ja, das war's. Ne? Und Fog Density können wir dann natürlich einstellen. Wenn ich ein bisschen mehr Nebel haben möchte, gehe ich auf 005. Und ja, jetzt haben wir schon einen ziemlich nebligen Tag. Und wenn ich dann jetzt noch die Wolken einstelle, voll einstelle, dann sieht das sogar halbwegs realistisch aus. Ne? Windstärke voll hoch. So sieht das ganz realistisch aus. 20 Grad wäre vielleicht noch sinnvoll. Genau, aber das kann ich natürlich jetzt auch wieder resetten und dann ist das alles weg. Oder auch nicht. Aber ich kann ja einfach die Regler wieder runterstellen. So. Achso, es ist immer noch nebelig, klar. Dann kann ich hier wieder auf 0 gehen. Und so haben wir wieder den Urzustand eingestellt. So, und dann haben wir noch den Modders Log. Der bringt mir persönlich nicht viel, weil ich nicht modde. Was haben wir noch? Dann haben wir hier, weiß ich gar nicht, was das ist, Console Commands. Also das sind irgendwelche Konsolenbefehle. Execute the entered console command. Important gets, get all. Set commands do not work. Okay, gut. Hier kann man Konsolenbefehle eingeben bzw. beenden. Bringt mir jetzt, glaube ich, nichts. Und was haben wir hier? Hier haben wir noch Einstellungen. Zoom, ja, Zoom enabled. Genau, das ist praktisch unser Modus, dass wir extremst ranzoomen können. Ich finde es absolut faszinierend. Also ich werde die Mod definitiv drin lassen. Es kann natürlich sein, dass sich das in irgendeiner Form auf die FPS auswirken wird. Mal schauen. Runtime Timetabling ist an. Ja, Appearance Theme, God Mode Blue. Ja gut, dann können wir hier noch irgendwie die Farbeinstellung ändern. Das interessiert mich jetzt nicht so. Und hier, das ist der Modder. Also Props an ihn, an den lieben Fabian. Hab schon die ein oder anderen Mods von ihm vorgestellt. Und diese Mod ist natürlich eine, die ist absolut, also die verändert meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel im Spiel. Vor allen Dingen einfach an die Tatsache, dass man die Kamera, den Field of View so sehr einstellen kann. Default Field of View kann man dann einstellen, was praktisch die Nullposition ist, also wie man halt gespawnt wird, und das kann man dann entsprechend hier einstellen. Bleiben wir bei den 90, so wie es halt vorher war. So ist okay. Schließen das Ganze wieder
Und ja, das war's. Das ist nur die allererste Version der Mod. Vielleicht kommt da noch irgendwas dazu im Laufe der Zeit. Und währenddessen genieße ich es hier durch die Gegend zu zoomen. wie gesagt, der Download-Link ist in der Videobeschreibung. Lasst dem Modder doch mal einen Daumen hoch da beim Trainsim Community Forum. Es ist wirklich der Wahnsinn, was er hinbekommen hat. Dementsprechend bedanke ich mich auch bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und wenn dem so ist, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe.